Liebe Zuschauer, ich habe gar nicht so viel Kraft. Man könnte vielleicht meinen im ersten Moment, wir haben eine Zeitreise gemacht ins Jahr 1930. Denn 1930 wurde mit diesem Ding hier Holz gehobelt. Aber ich kann Sie beruhigen, wir sind im Jahr 2011 und wir sind auf der Ligna in Hannover. Und ich werde Ihnen jetzt beweisen, mit Hilfe von Benedikt Schneider, dass das Ding hier wirklich der Vergangenheit angehört. Denn Sie und Ihr Team von der Firma Weinig haben sich was ganz Besonderes ausfallen lassen. Das ist absolut richtig, aber nicht nur dieser alte Handhobel gehört der Vergangenheit an, sondern auch Abrichte, Dickenhobel und die ganzen alten Vierseiter. Denn wir haben jetzt was Neues und das ist der Cube. Der Clever Cube. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Also so sieht er aus. Er ist viereckig, wie ein Cube natürlich zu sein hat. Und es sind ein paar schöne Bilder drauf, aber ohne ihn jetzt zu nahe zu treten, im ersten Moment ist das Ding noch relativ unspektakulär. Das werde ich Ihnen gleich beweisen, weil hinter dem Cube steckt einiges. Und wie genau funktioniert es jetzt? Wir werden es jetzt gleich mal, am besten ich fange mit der Steuerung an und ich werde Ihnen beibringen, wie Sie jetzt diese Maschine bedienen und werden auch das erste Werkstück dann hobeln. Ich? Sie, genau Sie. Ich hoffe, Sie sind gut versichert, weil ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Da kann absolut nichts passieren, denn die Steuerung hilft uns, wenn ein Problem auftritt, ist überhaupt kein Problem. Okay, also ich nehme an, wir müssen hier irgendwas machen bei den Zahlen. Wir haben hier unsere Steuerungsbedieneinheit. Wir können hier die Breite einstellen und die Dicke. Das können Sie einfach mal probieren, indem Sie draufdrücken. Und wir stellen mal eine andere Breite ein. Okay, Touchscreen, das kenne ich vom Handy, ja. Zum Beispiel 100 mm. Und schon sehen Sie. Okay, und ich muss wahrscheinlich jetzt hier draufdrücken. Was soll ich denn da einstellen? Egal. Ich gebe da mal ein 28. So, okay, 28 hat er. Und jetzt? Jetzt, wenn Sie mal ein Holzstück mir geben, dann werden wir das erste jetzt hobeln. Hier ist das Holz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wollen Sie anfangen? Dann müssen Sie noch den Knopf in der Mitte vielleicht drücken. Okay, Knopf gedrückt. Oh, da kommt Licht. Grün und Rot. Was genau ist denn das, bitteschön? Das zeigt uns jetzt die Spindelposition an, so wie momentan die Maschine steht. Und wenn Sie sehen, zum Beispiel dieser Laser hier, der steht für die linke Spindel, da werden wir noch nicht viel hobeln. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal irgendwie was verändern, oder? Wir werden jetzt noch mal verändern. Vielleicht geben wir hier nochmal ein anderes Maß ein. Und dann sehen wir auch, wie sich die Maschine jetzt einstellt. Ah, das konnte man sehr schön sehen. Da ist tatsächlich der grüne Laser richtig auf das Brett drauf gerutscht. Ja, und nicht nur die Farbe können Sie sehen, sondern auch die Dimension, die später an der Maschinenende rauskommt. Das ist praktisch eine Qualitätskontrolle. Wir sehen vorher, was hinten rauskommt. Jetzt wollen wir aber auch wirklich sehen, was hinten rauskommt. Was machen wir jetzt? Einfach noch den Startknopf drücken. Wow, die Maschine fährt hoch. Ja, und jetzt nehme ich Ihnen das Mikrofon mal ab und Sie legen selbst Hand an und werden die Maschine bedienen. Wenn Sie können gerne loslegen. War doch gar nicht so schwer, oder? Noch habe ich Hoffnung, dass was Gutes hinten rauskommt. Ganz bestimmt. So, was machen wir jetzt? Da kommt das Stück Holz raus und es sieht deutlich anders aus. Doch, das sehe auch ich. Jetzt überprüfen wir mal, ob die Qualität auch stimmt. Wow, glatt wie ein Babypopo. Ja, und nicht nur das, sondern auch absolut rechtwinklig. Und dass es parallel ist, zeige ich Ihnen auch nochmal. Wir haben da was vorbereitet nämlich. Und wie Sie hören, ist es absolut parallel. Besser kann es nicht sein. Perfekt. Es sieht qualitativ sehr hochwertig aus. Wir haben gerade selber gesehen, es ist ganz schnell zu machen. Aber ich bin mir sicher, da gibt es einen Haken und das wird wahrscheinlich der Preis sein. Da werde ich Sie jetzt nochmal überraschen, wenn Sie wollen. Und zwar, wir haben diese Maschine konzipiert für die kleinen Handwerker und die wird sich innerhalb von einem Jahr amortisieren. Und zwar, das ist ganz einfach. Wir haben hier mal eine kleine Rechnung für Sie gemacht. Normalerweise so ein kleiner Schreiner arbeitet ungefähr 15 Stunden mit diesen traditionellen Maschinen wie Abrichte, Dickenhobel. Wir schaffen das mit einem Faktor 10 schneller. Das heißt 1,5 Stunden die Woche. Dann haben wir 13,5 Stunden in der Woche Zeiteinsparung. Das aufs Jahr hochgerechnet macht ungefähr 630 Stunden Einsparung. Und das mit den heutigen Stundensätzen, da haben Sie schon im ersten Jahr Ihren Cube. Er ist wirklich sehr, sehr clever, dieser Cube. Und er beweist uns von der Firma Weinig auf der Ligna 2011, dass dieses Ding hier wirklich der Vergangenheit angehört.